Hallihallo, liebe Leute, und wir machen weiter bei Breath of Fire 2. Und wir befinden uns mittlerweile ja im Dorf Garte, wo das ganze Spiel ja anfängt. Und ich wollte mich jetzt hier mal angucken, ob sich hier irgendwie etwas verändert hat. Hier sitzen ein paar Leute, stehen. Mich würde interessieren, ob sich St. Eva und der Drachengott bekämpfen werden. St. Evas Gott und seine Kinder durch Strom, Raum und Zeit. Okay. Alle Dorfbewohner da sind Gläubige von St. Eva. Bist du sicher? Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich mich an Vergangenes erinnere. Ich frage mich, ob das an das Alter liegt. Ja, das wird sein. Den ganzen Tag arbeiten und die ganze Nacht beten. Mein Tagesablauf war schon immer derselbe. Und du? Ich habe das Gefühl, dass wir irgendetwas Wichtiges vergessen haben. Und was? Apropos Wichtiges. Ist hier noch irgendetwas? Die Kerze existiert nicht mehr, die haben wir ja in der ersten Folge genommen. Nee, hier haben sie nichts Neues reingestopft, schade. Okay, hier auf dem Klo irgendwas? Nö. Okay, dann gehe ich hier mal wieder raus. Aus der Kirche. Aus der Kirche von... von Ghana, genau. Da haben wir ja gewohnt. Bevor Alzheimer dieses... Es ist verschlossen. Bevor Alzheimer hier dieses Dorf platt gemacht hat. Ist auch verschlossen. Okay, gehen wir mal zu den Drachen. Oh Gott, diese Melodie. Oh, Leute, das bringt gerade irgendwie... Erinnerung an die allererste Folge von Breath of Fire 2. Oh Gott. Oh Gott. Wie das Ganze anfing. Oh Mann, ich erinnere mich irgendwie gerade zurück an die allererste Folge. Wow. Okay, haben wir hier irgendwas? Ansonsten gehe ich gleich mal in die Mitte gucken. Hier ist auch nichts Neues. Okay. In der Mitte dann wahrscheinlich auch nichts, oder? Nö, hier ist auch nichts. Okay. Auch nicht schlecht. Vielleicht... Ja, vielleicht probiere ich mal Folgendes aus. Vielleicht haben diese Häuser hier auch geschlossen, weil es gerade Nacht ist. Wirklich ist alles. Das heißt, wir warten mal, bis es Tag ist. Vielleicht passiert ja dann etwas. Da vorne ist unsere Stadt. Schön im Boden versunken. So, jetzt wird es auf jeden Fall wieder hell. Vielleicht habe ich dann wirklich mehr Glück. Hoffentlich. So, ist es jetzt hell genug? Oder ist es immer noch Nacht? Naja, es wird hell. Okay, warten wir noch ein bisschen. Okay, es wird schon einiges heller. Wenn sich hier allerdings im Dorf wirklich nichts verändert hatte, dann werde ich wohl zur Hölle gehen. Ach du Scheiße, hier sieht es ja herbstlicher jetzt aus. Wie, ist hier echt schon der Herbst angebrochen? So, kann ich jetzt hier rein? Tatsache. Okay, ist hier irgendwer? Vielleicht auf dem Klo? Nö, hier ist keiner. Okay. Schauen wir mal oben, ob ich da mehr Glück habe. Hier ist auch keiner. Hä? Warum ist das abgeschlossen, wenn da sowieso keiner wohnt? Okay. Ist hier irgendetwas? Nein, hier ist nichts. Schade. Also das finde ich jetzt schon komisch. Okay, gucken wir mal in die andere Hütte. Ist bestimmt auch keiner drin. Ah doch, Hallöchen. Ich bin Ross, der Bürgermeister. Bitte genieße euren Aufenthalt hier. Ja, ja, werden wir machen. Sofern hier wirklich noch etwas Brauchbares zu finden ist. Vielleicht... Ah, lass mich doch durch. Danke. Vielleicht oben im Schrank. Ah, nee, der hat gar keinen. Verdammt. Toll. Und sowas nennt sich Bürgermeister, der noch nicht mal einen brauchbaren Schrank hat. Okay, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Glück auf dem Feld. Gucken kann man ja mal. Einmal versuche ich es noch. Wenn hier wirklich nichts Neues ist, dann... Ja, verdünne ich mich auf jeden Fall aus dieser Stadt hier. Ach, jetzt steht da einer, oder was? Okay. Der Priester sagte, der Drache müsse verschwinden.
Daher nehmen wir eine Bombe. Ah ja. Ihr wollt also den Drachen zerstören? Das Symbol... oder das... Ja, der Drache hat ja die Welt gerettet. Bevor die hier angefangen haben. Ich glaube, das Ganze geschieht im ersten Breath of Fire Teil. Ich habe bisher noch nie gespielt, also kann ich es auch nicht wirklich sagen. Der Priester sagte, es sei die Schuld des Drachen, dass der Wald abgestorben ist. Aber ich weiß nicht, warum wir dafür eine Bombe brauchen. Ich auch nicht. Aber warum alles auf den Drachen schieben? Ich meine, der Drache ist ein Skelett. Der kann eigentlich gar nichts mehr machen. Ach, jetzt sind hier auf jeden Fall mehr, okay. Es heißt, der einzige Weg, um den Wald zurückzugewinnen, ist, den Drachen zu töten. Okay. Ich erinnere mich, dass mir... Das... Moment. Ich erinnere mich, dass jemand mir geraten hatte, von hier fernzubleiben. Wer war das nur? Das wüsste ich auch gerne. Okay. Moment, reden die gerade von Ghana? Okay. Und du... Wir bereiten eine Bombe vor, um den Drachen zu töten. Es ist hier sehr gefährlich, also haltet Abstand. Okay, wie? Du machst das jetzt schon? Okay. Die Bombe ist bereit. Sie explodiert gleich. Okay. Wow. Ja, klar. Scheint wohl nichts zu bringen, oder? Was zur Hölle? Na gut, das Bein bewegt sich hoch. Die Tür blinkt. Was zur Hölle? Was geht jetzt ab? Kommen da etwa auch solche Viecher jetzt raus? Tatsache. Was geht hier vor sich? Da ist noch so eine Tür. Ach du Scheiße, diese Musik schon wieder. Was geschieht da? Haben wir etwa irgendetwas Gefährliches aufgeweckt? Ich glaube, wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Der Drache hatte die Energie des Waldes nicht für sich genutzt. Es war etwas hinter dem Drachen. Ich war so blind. Ich habe den Drachen, der unser Dorf beschützte, endgültig vernichtet. Toll gemacht, ey. Der Dämon schien aus der Hand des Drachen zu erscheinen. Ist der Drache tot? Wenn ja, dann wird der Dämon wiederkommen. Was sollen wir tun? Scheinbar müssen wir wieder rein. Wie immer. das Rumlaufen hilft dir da auch nichts. Jetzt kommt Ihnen eine Idee. Ich habe gehört, es gäbe eine Person, die sehr gebildet ist, was den Drachen angeht. Soweit ich mich erinnern kann, war ihr Name Patty und sie reist ständig herum und bestiehlt alles und jeden. Ihr wollt mich verarschen. Nicht ernsthaft. Warum ausgerechnet Patty? Hallo? Ihr kennt Patty? Das ist ja fantastisch. Nein, ist es nicht. Ich bin nicht froh, sie kennengelernt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Bitte sucht nach Patty. Sie kennt alle Details über diesen Drachen. Och nee. Warum Patty? Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was Rave Knight meinte mit seinem Kommentar von wegen, du wirst dich wundern, wer Patty wirklich ist. Jetzt habe ich Angst, Leute. Ach du Scheiße, eine Diebin soll sich mit einem Drachen auskennen? Das kann ja gar nicht gut gehen. Okay, das heißt, ich darf jetzt zu Tiger. Also zu Tigers Hütte fliegen. Na geil. Das kann ja ein Spaß werden. Oh Mann. Warum ausgerechnet Patty? Wer hat sich das ausgedacht? Hä? Okay. Dann gehen wir nochmal in die Stadt hier. Und machen einen Abflug. So, rein hier. Nee, ich muss im Brunnen. Ich bin hier ganz falsch. So, rein da. Nicht nach oben. Mensch. So. Okay. Und dann fliegen wir mal hier weg. Die Steuerung der Stadt übernehme ich. Sollen wir starten? Na klar. Verstanden. Also los, Vater Ghana. Jetzt seid ihr gefragt. Okay, und die Stadt fliegt wieder. Juhu. Okay, dann können wir jetzt aufmachen.
um Patty zu holen. Oh Mann. Das heißt, ich muss einmal links fliegen und dann runterfliegen. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das Ganze machen wir im nächsten Video. Oh Gott, warum Patty? Naja, egal. Die Frage wird sich wohl im nächsten Video klären. Gut, dann beende ich dieses Video hier erstmal und wir machen dann beim nächsten Mal weiter auf der Suche nach Patty oder wir holen Patty sozusagen im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.